Hallo Leute, willkommen bei Sascha and Bricks. Ich bin's, der liebe Sascha, ganz genau. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's blendend. Tja, ihr seid richtig, heute gibt's hier mal ein ganz spannendes kleines Stadtupdate. Beziehungsweise Stadtupdate Nummer 8 mittlerweile schon. Ja, willkommen voran. Ja, und ihr seid richtig, heute ist wieder so einiges los in meiner kleinen City. Ich habe so einiges jetzt ein bisschen umgebaut, aufgebaut, rumgebaut und so weiter und so fort. Das geht mal ganz spannend mal durch. Ja. Direkt mal zum Anfang habe ich natürlich hier mal erstmal die Einkaufsstraße mal erweitert, weil ich gedacht habe, komm, das sieht ein bisschen schöner aus. Genau. Dann habe ich einfach eine von den Platten jetzt genommen und einfach hier dran gestellt, damit die Einkaufsstraße jetzt einmal hier bis hier hinten ums Eck rumgeht. Zack, 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 zack. Genau. Dann habe ich gedacht, komm, wenn du schon dabei bist, gerade kreative Eingebung hast, hat mein Schätzchen jetzt auch ein kleines Postamt, damit die Leute auch wissen, ihre Post und Pakete, ihre Päckchen von Amazon und Co., keine Werbung, hier auch abgeben können, meine Freunde. Ganz genau, so ist es. Ja, der Bode steht jetzt hier. Ich habe jetzt einfach hier noch, direkt noch zwei Bänke integriert und so weiter und so fort. Ja, dann habe ich die Straße jetzt hier so ein bisschen aufs Eck gezogen, alles ganz entspannt. Ja, und der Eiswagen steht jetzt auch komplett jetzt hier vorne in der Mitte, weil es ein bisschen besser passt. Ganz genau, so ist es. Ja, Tankstelle ist da, wo der steht. Moment, ich werde mal die Platte mal richten. Das ist wieder ein bisschen verrutscht. Aber alles gar nicht so schlimm. Genau, und hier merkt wieder, es ist ein riesen Gewusel wieder, meine Freunde. Hier geht es wieder ab ohne Ende. Ja, meine Lieben. Fahrrad spannt hier vorne an. Ich hatte euch das im letzten Video schon mal erzählt, dass hier demnächst irgendwas passieren wird. Mit einer Art Raub, weil hier herrscht, hier der gute Herr, sich hier mit dem Vito hier vorne in der Kasse getroffen hat. Die beiden dann da was besprochen haben, ob sie eventuell mal ein größeres oder kleineres Ding drehen. Ja, was ist passiert? Sie haben sich dazu entschieden, hier das neue, frisch eröffnete Posthäuschen auszurauben, um dann halt ganz entspannt Pakete halt zu klauen, das halt dann die Gegenstände halt drin, die Elektrogeräte, Zahnbürsten oder auch anderes Spielzeug halt für teures oder locker mal gerade auf dem Schwarzmarkt halt verticken können. Ganz genau so ist es, ja. Es war eine ganz miese Tour, was die beiden Herrschaften da veranstaltet haben, ja. Der Vito ist gerade dabei, den Postboten abzulenken, ja. Also ein Gespräch zu entwickeln, damit der hier ganz entspannt hier die Bude ausräumen kann. Finde ich ein bisschen blöd, das macht man nicht. Aber da ja meine City, meine Siedlung, nette Leute hat, die da drin wohnen, wie zum Beispiel den lieben Ben Briggs, der das dann sofort gecheckt hat, dass hier irgendwas hier mit zusammen mit der Ladenbesitzerin, die übrigens gerade dabei ist, hier im Spielzeugladen die Scheibe zu putzen, mitbekommen hat, dass da irgendwas im Busch ist, irgendwas nicht stimmt. Dass da irgendwie jetzt ein Ding gedreht wird, hat das durch Zufall durch ein Fenster halt hier oben mitbekommen, dass die Herrschaften da irgendwas badowert haben. Ja, ausbedrohen haben sie ja selber Schuld. Wenn man zu laut redet, kann das schon mal sein, dass da mal ab und zu mal einer mithört, gell? Tja, was ist passiert? Dass der Ladeliebe Ben Briggs sein Handy anscheinend vergessen hat, haben die beiden hier mit das Mädel, mit dem Freund hier aus dem Lebensmittelshop sich bereit erklärt, natürlich direkt die Polizei zu rufen, klar. Und da muss ich wirklich sagen, die haben wirklich eine extrem tolle Zivilcourage gezeigt. Ganz genau so ist es. Ja. Tja, Vito, da hast du Pech gedacht. Pech ge falsch gedacht, eh? Hast du wohl gedacht, könntest du mit einem Kollegen hier das Postamt ausräumen? Ja. Ab wie ihr erkennen könnt, sind die Blauen schon vor Ort, ne? Und warten nur darauf, die deine Kollege steht hier und der andere steht da, dem Kollegen hier das Handwerk zu legen, ja, und dem Ding festzumachen. Tja, dumm gelaufen, ne? Weil in meiner City gibt es ab und zu Verbrechen und ab und zu mal einen Raub. Aber am Ende kommt immer die Polizei und dann wird wieder alles gut, weil wir nette, nette, freundliche, hilfsbereite Menschen haben, die hier drin in meiner Siedlung halt eben wohnen. Ja, und Batman darf natürlich übrigens auch nicht fehlen, aber dazu komme ich gleich. Ja, und der liebe Jeff, der Streifenpolizist hier für die Siedlung, der steht dann schon bereit mit seinem. Auf der anderen Seite, um den so ein bisschen den Weg abzuschneiden, und wenn dann gleich der Zugriff hier erfolgen sollte, bevor ich jetzt mal rausgehe, kommt der hier angerast und dann gehen die beiden für mehrere Jahre
Ganz entspannt, die zwei. Einmal hier der Kollege und der als Drahtzieher ganz entspannt ins Kitchen. Ja, liebe Kinder, denkt dran. Verbrechen lohnt sich nicht. Das macht man nicht. Das hier ist alles nur Spaß. Muss man mal erwähnt haben. Ja. Alles ganz entspannt. Ja, hier sind gerade so ein paar Herrschaften auf der Bank. Den Brunnen habe ich jetzt einfach hier vorne mal hingesetzt. Ich gedacht habe, komm, hier passt ganz gut. Hier der Kollege ist wieder dabei, die Straße. Den neuen Gehweg hier zu kehren. Alles ganz entspannt. Hier ist gerade hier die Fotografin dabei, die halt für die Siedlung, fürs, halt aber Bürgeramt da zuständig ist, halt für die Stadtverwaltung kann man eigentlich sagen. Jetzt habe ich es genau. Hier so ein paar Bilder für den neuen offiziellen Lego-Siedlungs-, also Brick-Siedlungskatalog von meiner Siedlung. Die hat übrigens immer noch keinen Namen. Da könnt ihr euch gerne mal einen Namen ausdenken, wenn ihr wollt. Also schreibt mir mal in die Kommentare, wie soll meine Siedlung offiziell heißen? Ja. Jedenfalls ist sie gerade dabei, so ein paar Bilder zu schießen, hier von den Brunnen, hier von den Bäumen und so, von, damit die Siedlung mal auch mal außerhalb von Lego City mal präsent wird. Ganz genau so ist es, ja. Wie ich eben schon erwähnt habe, ist gerade hier die Verkäuferin, hier die Lego-Ladenbesitzerin dabei, die Spielzeugladenbesitzerin, gerade dabei, Scheibe zu putzen, weil anscheinend gibt es zwei Dinge, die sehr prägnant sind, die sehr herausstechen in meiner Siedlung. Entweder Türen auflassen oder Fenster putzen. Ja, ihr kennt das. Ja, dann ist ja gerade die Luigi dabei, hier sein so Reste von der Pizzaschachtel, von der Pizza wegzuschmeißen, die halt nicht mehr verkauft hat. Ja, schade, schade, aber ist halt eben so. Ja, jetzt ist gerade hier der Mann auf der Bank, hier ist dann der endlich mal seiner Frau geflohen ist. Aber was macht er? Er muss telefonieren, ist halt eben so. Ja, hat gerade die junge Frau hier von dem Kind hier. Letzten Video dabei war hier die mit den, wenn man sieht jetzt genau mit den oh, braunen Haaren. Gerade dabei sich etwas auszuruhen. Das hat sich schon gerade mal aus dem Lebensmittelshop noch ein Geschenk geschnappt. Ganz genau so ist es. Ja. Und ihr seht jetzt halt immer was los. Ja. So ist es. Ja. Und im Lebensmittelladen ist noch nicht viel los. Da ist halt eben wie in dieser Situation der Laden erstmal für eine halbe Stunde geschlossen, bis der Zugriff erfolgt ist und so weiter und so fort. Dann werden sie wahrscheinlich den Laden wieder offiziell aufmachen, aber. Ben Briggs, mein Freund, du bist klasse. Du hast ja sofort gesehen, hast von dem Fenster da oben, dass da oben etwas nicht stimmt. Auch großes Dankeschön an die gute Frau hier, dass sie auch direkt da mit der Polizei sich abgesprochen hat. Ja, weil wie gesagt, Verbrechen, meine Kinder, das lohnt sich nicht. Ja. Gut, habe ich jetzt noch so einen Briefkasten jetzt hingesetzt, den Briefkasten da jetzt hingesetzt, ist klar. Jetzt ist der Briefkasten aus dem letzten Video von dem Postflugzeug, die kennt ihr ja noch mit der Taube, die immer noch da drauf sitzt. Die lässt sich anscheinend richtig gut gehen. Und die habe ich jetzt mal noch einen Geldautomaten hingesetzt. Das ist der Geldautomat, der offiziell hier zu der Waschanlage und der Werkstatt mit dazu gehört, zu diesem Set. Genau so ist es. Habe ich jetzt ganz entspannt einfach mal hier hingesetzt. Sonst ist schon wieder eine Platte, die etwas schief hängt, aber naja, ist nicht schlimm. Naja. Und den merkt ihr so einiges los. In dem letzten Video. Hatte ich das jetzt ja schon kommen sehen, dass der Kollege hier kein Handwerker ist. Was ist passiert? Er hat so fest hier auf die ja, auf die Lüftung drauf rumgehauen. Und was ist passiert? Die ist an die Luft geflogen, hat Piff-Paff gemacht. Jetzt fängt das hier alles hier oben etwas an zu brennen. Ist zwar jetzt nichts Tragisches, aber ja, das ist mal das eine Blöde, was der Herrscher da verbracht hat. Fabriziert hat, aber am besten ist noch, er hat dann gemeint, er müsse dann hier von der Seite aus dann hier auf das Dach springen. Ja, obwohl er halt ein paar Meter weiter sich hier vorne extra noch eine Treppe und auch so ein Tritt hingestellt hat, so eine Leiter, mit der ganz entspannt dann da drauf springen kann, aber ja. Hast du ein Gehirn oder hast du kein Gehirn? Ja. Ich sag, bei diesem Mann ist Hopfen und Malz verloren. Ich sag ja. Wir können uns zunächst darauf einstellen, dass dieses Ding demnächst noch runterkommt, wenn er irgendwo dagegen kloppt, keine Ahnung. Also, dieser Mann wird auf jeden Fall noch für einige Kopfschmerzen in der Siedlung sorgen. Naja. Und merkt schon an diesem etwas leicht angespannten Gesicht, Panikgesicht, ja. Er merkt selber, er hat Scheiße gebaut. Aber ganz genau, so ist es. Ja, gut. Das ist kein großer Einsatz. Wir sind halt die zweiten Feuerwehrfahrzeuge gerade da. Das ist gerade hier die eine Kollegin hier dabei. Das ist jetzt eine Frau. Gerade die Apparatur zu bedienen, damit der hier dann die Fackel ganz entspannt dann nachher runterschießen kann. Das kann aber noch ein bisschen dauern, bis die offiziell eingestellt ist. Ganz genau so ist es. Und hier der eine Kollege, der hält dann die Leiter fest und den
den Burgershop-Besitzer, ja, bei dem Hopfen und Malz verloren ist, dann ganz spannend die runterzuholen. Ja. Und natürlich ist hier natürlich die Feuerwehrchefin, die Bataillonschefin, die Freya McLeod im Einsatz, die natürlich alles ganz spannend im Griff hat, die nie genau weiß, was natürlich Sache ist. Und durch diesen ganzen Einsatz natürlich bekommen die beiden Kollegen das natürlich jetzt nicht mit, dass hier gerade die Polizei direkt hier vor Ort ist, um die dann festzunehmen, Ding festzumachen. Besser kann es nicht laufen, aber mein Freund, solche Aktionen bringen dir nichts. Bin mir jetzt mal gespannt, was da demnächst noch kommen wird, meine Freunde, ja. Und was wie Batman hier die Nacht hochgekommen ist, keine Ahnung. Was der überhaupt hier generell noch zu suchen hat. Batman will wohl nie erfahren, naja. Hat er schon Langeweile, naja. Ja, wie gesagt, die Straße habe ich jetzt einfach die rübergezogen. Ich bin mal sogar noch überlegen, ob ich die Einkaufsstraße hier die Straße, ob ich die demnächst noch ein bisschen erweitere, aber mal sehen, ob ich da Lust zu habe. Hier hat schon ein bisschen der LKW-Fahrer, wenn ich gerade schon dabei bin, hier in den Park hingelassen. Der ist dann gerade dabei, sich hier noch so ein leckeres Würstchen reinzupfeifen für seine Pause, bevor dann seine LKW-Tour demnächst wieder weitergeht. Tja, hat schon mal so ganz entspannt so ein Softdrink mal gegönnt. Keine Ahnung, so ein Limo oder irgendwas. Ja, sehr vernünftig, weil Alkohol hinten am Steuer ist natürlich nicht gut. Ne, ihr kennt das ja. Ja, ich bin schon gespannt, wie dieser Feuerwehreinsatz dann jetzt noch weitergeht. Es sind jetzt gerade so ein paar Schaulustige dabei. Unter anderem ist Spider-Man und Iron Man hier gerade unterwegs. Die auch gedacht haben, komm, wenn wir schon dabei sind, gucken, was hier los ist. Hat der andere Polizist oder die Polizistin, ich kann sich genau, ganz genau erkennen, gerade dabei, so ein bisschen die riesige Meute, nee, Spaß, so ein bisschen Schach zu halten. Ein paar Leute, die wollten ein bisschen gucken, was hier so los ist, aber alles natürlich im Rahmen. Keiner schießt Selfies, keiner schießt Fotos. Und das würde ich auch liebsten auch generell im normalen Leben jedem empfehlen. Wenn ein Unfall passiert, einfach weitergehen und weggucken. Man kann mal gucken, aber man muss die Rettungskräfte definitiv nicht behindern. Auch das gilt für meine lieben Kinder da draußen, gell? Das gehört sich nicht. Ja, dann geht's ja weiter. Dann habe ich jetzt hier gesagt, den Eiswagen jetzt mal hier hingestellt, hier in die Mitte, das passt ganz gut. Und jetzt ist offiziell ihre große Eröffnung. Sie sind gerade ein paar Kinder dabei, die lecker Eis gönnen wollen. Und hier findet auch gerade so eine kleine Hundeliebesgeschichte statt. Der hat sich gerade anscheinend der große Hund, der kleine Hündchen so ein bisschen verliebt. Ja. Lieber Susi und Strolch. Das wird wahrscheinlich Strolch sein, der große, und das andere kleine Mäuschen wird Susi sein, ja. Hier vorne gerade eine Frau dabei, der hier das Auto gehört. Hat schon ein Eisrad noch geschnappt von der Frau. Und wird wahrscheinlich gerade bei der ganz entspannt bedanken, wie nett dieser Laden wahrscheinlich ist, dieser Truck. Und das endlich mal zeigen muss, dass wir endlich mal eine vernünftige, einen kleinen Art Eisladen bekommen. Davon gehe ich jetzt mal ganz entspannt mal aus. Ja. Dann geht es hier weiter. Hier ist nicht viel. In der Werkstatt ist natürlich jetzt nicht viel los, weil hier gerade die beiden aus der Werkstatt hier gerade gucken wollten, was hier passiert ist. Ist ja auch nicht schlimm. Solange sie keine Selfies schießen, nichts Böses machen, passt das schon so, ja. Ja, hier passiert gerade nicht viel. Hier ist nur gerade hier der Tankwagen gerade vorgefahren von diesem Set hier. Für die Waschstraße dazu. Das ist dieses Set, was offiziell dabei gehört mit dieser Waschstraße und mit der Werkstatt zusammen. Aber dieses Set werde ich offiziell wahrscheinlich erstmal nicht vorstellen, weil das ist jetzt nicht so spannend. Aber so als komplettes Kulissenset ist das auf jeden Fall was man sagen kann. Das passt hier in diese City ganz gut rein, kann man ehrlich sagen. Jedenfalls ist er gerade dabei. Hier das Benzin hier frisch aufzufüllen in der Tankanlage, ganz genau, was ihr wie lange braucht. Und der liebe andere Herr, stellen jetzt mal Steve, das ist der Besitzer von dem Laden. Schaut sich ja ganz genau an, ob der Kollege das auch richtig macht. Ganz genau, so ist es. Weil Ordnung muss ja offiziell sein. Und ihr seht richtig, hier ist immer irgendetwas los. Immer was los. Und wie gesagt, wenn ihr noch so ein paar Ideen habt, was ich so für so kleine Ideen habe, was ich noch so machen könnte, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, meine Lieben. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich das erstmal so halb bis wir so lassen werde. Aber vielleicht auch noch so ein paar andere kleinere Ideen, aber die grundwichtigsten Sachen sind auf jeden Fall da. Wenigstens Postamt, Pizzerien, kleiner Spielzeugladen, Lebensmittelshop, Burgerladen zum Essen, ein Eisladen, eine Tankstelle, was man auch hat, was man sonst so braucht. Was mir jetzt natürlich nur noch fehlt, ist so ein ganz kleiner
Klamottenshop. Muss schon mal was uns einfallen lassen, ob ich den vielleicht jetzt noch hier hinsetze, mal sehen. Aber eins nach dem anderen. Ja, ihr merkt es in Form, weil immer so ein paar kleine Ideen, was man daraus basteln kann, aber eins nach dem anderen. Wie gesagt, vielleicht kommt demnächst auch der Tisch hier irgendwann noch hin, aber das ist doch nur Zukunftsmusik. Vielleicht mache ich schon demnächst auch hier noch ein bisschen was irgendwie, hier noch irgendwas hin, mal sehen. Aber alles nur so Spekulation. Aber wie gesagt, ihr merkt, es ist einiges los. Jeden Tag passieren so komische Sachen, wie zum Beispiel hier sowas zum Beispiel. Dann hier der Typ, der werden wir wahrscheinlich so einige Geschichten noch zu sehen bekommen. Und natürlich auch noch Ben Briggs nicht fehlen, ist klar. Ganz genau so ist es. Ja. Ja, das war's im Grunde. Schön, dass wir weiter dran rumbauen. Dann wünsche ich euch einen schönen Morgen mit oder Abend, wenn ihr das Video seht. Dann macht's voll gut, euer Sascha von Sascha und Briggs. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr hier so für die Ecke zum Beispiel noch so ein paar Ideen habt, was jetzt ungefähr noch so hinpassen könnte. Oder ob ich vielleicht die Eichhornstraße doch nicht so machen soll. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch gefällt. Weil ich denke mal, ihr seid mir halt eben wichtig und da kann ich euch auch noch mal in meine Pläne mal mit einbeziehen. Ganz genau so ist es. Dann macht's gut, Sascha von Sascha and Bricks. Bis dann. Ciao.